Und wir sind zurück mit einem Espressomühlenvergleich. Und zwar hier jetzt eine Vierergruppe. Wir haben ja schon angeschaut, die beiden hier, die kleinen, die Lelit PL43, die Lelit PL44, beide bekannt unter dem Namen Fret. Und auf der anderen Seite noch zwei Mühlen von Sage, nämlich die Sage Dose Control und die Sage Smart Grinder Pro. Und all diese vier sind gemeinsam in einer Gruppe von Mühlen, die ja ungefähr 150 Euro bis 250 Euro kosten. Und jetzt berichten wir euch, welche von den Vieren in die nächste Runde kommt und sich im Feld der besten Mühlen messen darf. Ihr kennt schon einige Daten, wenn ihr unsere Videos geschaut habt. Wir haben ein Video gemacht im Vergleich dieser beiden Mühlen, die sehr ähnlich sind, deswegen haben wir sie zusammengenommen. Wir haben ein Vergleichsvideo gemacht dieser beiden Mühlen, die sehr ähnlich sind, deswegen haben wir sie zusammengenommen. Gleichzeitig haben wir von dieser Mühle auch schon einen Vergleich gemacht vor einiger Zeit und das Ganze aber jetzt nochmal ergänzt mit noch mehr Daten. An meiner Seite ist wieder Michel Eschbacher, der hier über Wochen und Monate die beiden Mühlen getestet hat und der auch im Labor war, der ein ganzes Team hatte, die haben hier geholfen, diese Daten zusammenzutragen. Das war wirklich viel Arbeit und jetzt freue ich mich, dass wir hier peu à peu weiter die Daten releasen können sozusagen und ihr eben auch von uns erfahrt, was wir das Gefühl haben, ist jetzt hier von diesen Vieren die beste Mühle. Ja, ich freue mich ganz besonders, weil das ist das erste Video, was wir ausstrahlen aus unserer neuen Akademie. Das stimmt. Wir haben uns entschieden, dass wir einmal vom YouTube-Studio runter umziehen und den Tisch hier bereit machen, dass wir euch das erste Mal ein Video zeigen dürfen aus unserer neuen Akademie an der Güterstraße mitten in der Stadt Basel und freuen uns darum ganz, ganz besonders, euch einfach auch mal diese Location zu zeigen. Das wird nicht so oft vorkommen, weil halt hier unten immer Betrieb ist, aber so zwischendurch mal, dass ihr auch diese Perspektive kennenlernt. Unbedingt. Und ihr habt ja auch gefragt, wann können wir mal den Rest der Akademie sehen? Und dieser kleine Raum ist ja ein bisschen steril. Es ist ja auch eine Übergangslösung. Wir bauen ja dann noch einen größeren Raum, wo wir in Zukunft filmen. Und doch ist es für den Moment das Setup. Aber jetzt sind wir hier an dem Ort, wo die Kurse stattfinden. Und das ist eben auch schön, wenn ihr das mal seht. Michel, wir sind in einer Preisgruppe von 150 Euro bis 250 Euro. Also immer noch im günstigen Bereich. Jetzt nicht mehr die günstigste Gruppe, sondern zweitgünstigste Gruppe. Und wir gucken ja jetzt, welche Mühle in die nächste Runde kommt. Ob eine in die nächste Runde kommt, die hier am besten performt hat. Und sich dann misst im Feld der besten Mühlen, der Gruppensieger sozusagen. Und dann gucken wir nochmal genau, wie die ganzen Mühlen da miteinander performen. Machen auch nochmal eine Blinddegustation. Heute kriegt ihr noch mal eine Zusammenfassung von allen Daten. Wir erzählen euch, wie die vier Mühlen im Quervergleich geschmeckt haben. Wir haben sie verkostet als Espresso-Mühlen und haben sie dann aber noch eingesetzt als Filterkaffee-Mühlen und haben geschaut, kann man damit Filterkaffee machen? So, aber ich würde sagen, wir starten mal mit den Daten. Als erstes mit der Lautstärke. Ja. Gibt es eine Mühle, die hier besonders gut performt? Gibt es eine Mühle, die nachbarschafts- oder familientauglich ist, wenn ihr Langschläfer in der Familie habt? Gibt es hier eine Mühle, die heraussticht? Absolut, da gibt es eine, die vorne voll heraussticht mit fast 4 Dezibel Differenz zu der nächsten hinter dran. Das ist die Sage Smart Grinder Pro mit 78, ein bisschen aufgerundet 79 Dezibel, sicher eine der leisesten Mühlen im Test. Die Tonlage ist nicht ganz so toll, ist etwas hoch, aber trotzdem ist es mit Abstand die leiseste, wenn wir nachher dann mit 82 Dezibel bei der Dose Control sind und die beiden Lelits sind dann schon eine ordentliche Stufe obendran. Ja, und vor allem haben die den von dir beschworenen Mofa-Sound. Also das ist wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Beim Totraum haben wir einen kleinen Gewinner mit einem kleinen Abstand, 3,4 Gramm bei der Dose Control. Ist doch interessant, dabei sind die eigentlich so ähnlich im Aufbau. Also das mag ja auch wie eine Messungenauigkeit sein, keine Ahnung. Es ist ein bisschen, die eine ist ein bisschen weniger. Wir haben 3,5. Ja, oder? Und 3,4 genau. Und 4,5. Differenz von einem Gramm ist jetzt nicht maßgebend wahr, aber in unserer Wertung halt die Differenz zwischen Gut und Mittel. Ja, genau. Und deswegen ist die auch grün ausgeleuchtet, während alle anderen gelb ausgeleuchtet sind. Die haben ein bisschen mehr. Hier haben wir 4,5 und hier haben wir 5 Gramm Totraum. Was genau ist Totraum? Totraum ist der Bereich, ich erkläre euch kurz das Prozedere, wie man das misst. Man malt eigentlich und stoppt dann, also die Mühle ist gefüllt mit gemahlenem Kaffee. Dann verschließen wir den Deckel, holen den Bohnenbehälter weg, nehmen aber auch alle ganzen Bohnen, die noch im Kegel eigentlich drin sind, also das, was noch nicht gemahlen ist. Und dann haben wir uns wirklich bei jeder Mühle die Arbeit gemacht und einmal
den ganzen Innenausbau auseinandergeschraubt und an jeder Ecke rausgeholt. Also alles, was an gemahlenem Kaffee bereits in der Mühle drin ist, bis zum Ausguss, also bis da, wo der gemahlene Kaffee dann rausgeholt, das haben wir gemessen und dann abgewogen, weil das ist effektiv der Totraum, den ihr dann habt zwischen den Mahlungen, den ihr ausmahlen müsstet, wenn ihr den Mahlgrad verändert oder die Mühle, ich sag jetzt mal, eine Stunde nicht gebraucht habt, dass ihr wirklich dann wieder frischen Kaffee nutzen könnt. Und ansonsten ist das eben genau der Kaffee, der, wenn ihr das eben nicht tut, beim nächsten Mal wiederum in eurem neuen Espresso landet und dann eben schon ja, ein wenig abgestanden oder auch vorgemahlen schmecken mag. Wenn wir über Geschwindigkeit sprechen, dann können wir hier sagen, sie sind alle lahm, sie sind alle wirklich langsam. Wir sind hier bei so 13 bis 17 Gramm, die ausgemahlen wurden in 10 Sekunden und das ist alles in der untersten Kategorie. Da hat sich jetzt keine besonders gut hervorgetan, denn alle sind erstmal langsam. Temperatur, Michel, ist ein weiteres Thema, was wir angeschaut haben. Wir haben geguckt über 6 Mahlungen. Verändert sich die Temperatur? Und um wie viel Grad verändert sich die Temperatur? Während hier die beiden Lelits sich nicht so viel verändert haben, aber schon hoch eingestiegen sind, haben sich diese ein bisschen mehr verändert. Ja, 1,2 ist auch... Waren aber eher kühl. Aber waren schon bei 33, also waren erst bei 33 Grad. Also da darf man sicher sagen, das sind die zwei sicher zu bevorzugen von der Temperatur her. Da waren die Lelits definitiv heißer. Ja, mit 38, 39 Grad, das ist schon sehr warm und für uns auch eher kritisch. Das hat tatsächlich oder kann tatsächlich eine Auswirkung haben auf den Geschmack des Espressos. Deswegen nicht so fein hier an dieser Stelle. Ja, wenn wir den Bohnenbehälter abnehmen können oder abnehmen konnten, dann haben wir das auch bewertet, beziehungsweise wir haben uns angeschaut, wie viel Bohnen bleiben eigentlich darunter zurück, die dann noch entfernt werden müssen, damit dann ein neuer Kaffee eingefüllt werden kann. Und hier sind die beiden Celsius im Vergleich zu auch allen anderen Mühlen, die wir im Test angeschaut haben, relativ ordentlich mit 8, 9 Gramm. Haben wir eher gut bewertet. Bei den Lelits war das leider nicht so. Also erstens kann man den Bohnenbehälter nicht offiziell wegnehmen. Man kann ihn wegschrauben. Es gibt aber keinen Schieber oder so, den man dann schließen kann. Darum gab es diesen Raum eigentlich gar nicht. Von dem her ist da die Wertung ganz klar wieder bei den beiden Sages, weil es einfach schon die Möglichkeit gar nicht gab. Hinzu kommt, dass die Anordnung der Einstellung, kommen wir nachher gleich, also die Bedienbarkeit ist da schon ein Riesenunterschied. Ja, und Bedienbarkeit ist, glaube ich, genau das richtige Stichwort. Da gibt es eine Mühle, die hier in diesem Feld jetzt einfach deutlich sich absetzt von allen anderen. Welche ist das? Ganz klar die Smart Grinder Pro. Rein schon Einstellung. Wir können die Füllmengen einfach über ein Display einstellen. Wir sind vom Preissegment ja nicht weit voneinander entfernt, sondern im gleichen Kategorie. Man kann bei der PL44 diese Dosierung auch einstellen, ist aber ein sehr altertümliches System mit Knöpfchen drücken und lang drücken und kurz drücken. Ich brauchte auch ein Momentchen, bis ich es verstanden habe. Hier ist es völlig selbsterklärend. Ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie Morsen. Ja, super, genau. Oder? Toller Vergleich. Es ist auch die einzige Mühle, wo ich sagen musste, die Mahlgrad-Einstellung macht irgendwie Sinn mit dem Rädchen, mit der digitalen Anzeige noch dazu. Das hilft auf jeden Fall. Hier habe ich das Problem bei der Dose Control, wenn ich irgendwie an den Bohnenbehälter ankomme, habe ich den Mahlgrad verändert. Und hier habe ich das Problem, wenn ich ein bisschen am Bohnenbehälter drehe, habe ich zwar nicht den Mahlgrad verändert, aber die Zahl, die mir vielleicht ein bisschen helfen konnte, zumindest bei der eigenen Mühle. Deshalb Bedienbarkeit geht hier ganz klar an die Smart Grinder Pro und ja, die anderen Mühlen tun sich dann deutlich schwerer. Bei der Dosierungskonstanz können wir eigentlich alle in dieselbe Tüte packen. Außer die hier. Außer die hat keine, darum ist es dann wieder schwierig. Es sind alle im mittleren Bereich, von dem her eine Standardabweichung irgendwo zwischen 0,2 und 0,5. 0,28, 0,5 in dem Bereich. Das heißt, der schwankt dann doch ganz ordentlich. Man hat mal hier einen Gramm in die eine Richtung, mal hier einen Gramm in die andere oder zumindest ein halber Gramm. Genauer seht ihr das auch in unserer Auflistung. Da habe ich euch alle 10 Mühlenmahlungen nochmal aufgelistet, da könnt ihr sehen, wie die Mühle schwankt. Ja, die Grundschwierigkeit ist hier schon bei den einzelnen Mühlen und da sind wir auch bei der Bedienbarkeit. Wie präzise mahlen wir eigentlich die anvisierte Menge? Und während wir hier gar keine Menge anvisieren können, also richtig schlecht, können wir hier nur eine Menge mit ungefähr 2 Gramm Stufen anvisieren. Hier sind wir ein bisschen präziser, aber auch da ist die Präzision nicht so wahnsinnig gut. Hier war die Präzision ungefähr ähnlich, aber eben sehr kompliziert zu steuern. Dann haben wir uns angeschaut, wie einfach und gut es klappt,
einen speziellen Mahlgrad einzustellen, die Mühle dann auch zu verstellen und dann wieder zurückzugehen. Und das hat zwei Ebenen. Einerseits, wie genau kriegen wir eigentlich die Nummer wieder genagelt? Also wie genau ist dann 3 auch wieder als 3 zu erreichen zum Beispiel? Aber auch, wie zeigt sich das in der Kurve? Wie sind da unsere Ergebnisse bei den 4 Mühlen, Michel? Da war es wieder sehr deutlich, dass die 2 sicher präziser sind, dass es einfacher ist, diesen Punkt wieder zu finden. Bei den Lelits war es nicht schlecht, es war im Mittelbereich, aber die knabbern da schon am guten Bereich. Also das war sicher eher einfacher wieder zu finden. Da hilft da das Display und hier einfach die klare Kennzeichnung. Bei den anderen beiden ist einfach dieser Bereich so nicht findbar. Das heißt, wenn ihr so einen Notizblock machen würdet, Kaffee XY braucht Mahlgrad XY, ist es relativ schwierig, das wieder zu finden. Und wenn wir schon gerade bei den Partikelverteilungsmessungen sind, ich glaube, da können wir auch wieder uns ganz klar platzieren. Da waren die beiden Lelits mit diesem Hauptpeak, man misst ja der große, genau, diese 60% dieses Hauptpeaks waren wirklich einmal von der einen Hand zu der anderen. Wir haben da Werte, wirklich die höchsten Werte im ganzen Test dieser 24 Mühlen mit über 330 Mikrom Differenz dieser 60%. Und das schmeckt man völlig verzettelt, auch im Espresso. Das macht nicht so viel Spaß, auch wenn die Feinsanteile gar nicht so hoch waren. Die waren bei den beiden Sages definitiv höher. Merkt man sensorisch etwas mit einer gewissen Staubigkeit, gibt aber auch eine schöne Textur. Am Schluss war aber dieser Hauptpeak viel, viel schmaler. Da waren wir bei Werten um die 200 bis 230 und das hat einfach sensorisch viel, viel mehr Spaß gemacht. Und das ist eigentlich eine gute Überleitung, denn dann haben wir natürlich noch Espresso getrunken. Wir haben jeweils in der ganzen Testreihe natürlich einige Espresso getrunken. Deswegen ist es auch Ausdruck unserer gesamten Verkostung. Und wir haben jetzt dann nochmal bewertet. Das heißt, wir haben nochmal den Espresso verkostet, wir haben ihn eingestellt und beide unabhängig voneinander ein Urteil vorgenommen und das Ganze dann als Durchschnitt euch jetzt hier als Ergebnis präsentiert. Dabei können wir sagen, tatsächlich spiegelt es auf wunderbare Weise auch das, was wir in der Partikelverteilung gemessen haben. Und wir haben ein Ranking für uns mit dieser Mühle hier weiter vorne. Ja. Da haben wir einige schöne Espresso getrunken. Nicht alle waren immer super, muss man auch ganz klar sagen, aber es waren doch einige gute Espresso dabei. Und wir sind zu einer Durchschnittsbewertung von 25 jetzt in unserer Skala gekommen. Im ersten Vergleichsvideo haben wir genauer besprochen, wie die Skala entsteht, die orientiert sich am WBC, also an der World Barista Championship, an den Regulierungen und Regeln. Und da haben wir dann das aufgenommen. Zweite war tatsächlich diese Mühle hier. Ja, war schon nochmal ein kleiner Abstand, aber irgendwo auch ähnlich. Die haben tatsächlich sehr ähnlich geschmeckt. Ja. Und dann folgte die Lelit PL44 und die Lelit PL43 an dieser Stelle. Was wir nochmal tun, nachher, wir schauen, welche Mühle weiterkommt und dann gibt es nochmal eine Blinddegustation und da sind dann nicht nur 2 Verkoster, sondern mehrere und wir werden auch öfter noch die ganzen Kaffees miteinander verkosten mit allen Mühlen, die dann in die nächste Runde kommen. Also da bin ich gespannt, das jetzt hier als, ja, wirklich als eine Ausgangsrichtung unserer Verkostung für diese 4 Mühlen. Vielleicht ganz kurz, bevor wir dann auch zum Filterkaffee kommen und noch einmal über eine Verkostung sprechen. Wie haben diese Mühlen für Single Dosing funktioniert oder als Einzelportionen Mühlen? Das bedeutet, wir mahlen 18 Gramm ab, wir schütten 18 Gramm in die leere Mühle. Wie viel kommt dann unten wieder raus? Eignen sich die Mühle für dieses Verfahren oder gab es da Schwierigkeiten? Da waren auch wieder die beiden Sages eher vorne mit dabei. Es bleibt ein bisschen was drin mit irgendwo so ein 0,3, 0,4. Das ist voll okay, das ist nicht ganz optimal, aber es ist okay. Bei den Lelit war das schon bedeutend mehr, mit knapp 3 Gramm, wenn ich das noch nicht richtig erinnere. Ja, 3 Gramm bzw. 3,7 Gramm blieben hier zurück. Das ist jetzt nicht so wirklich geeignet, um damit Einzelportionen dann zu dosieren. Da ist dann der Totraum und das, was zurückbleibt, einfach zu groß. Und bevor wir jetzt zum Abschluss kommen und euch sagen, welche Mühle dann in den Gesamttest kommt, brühen wir noch ein Filterkaffee mit den Mühlen, um zu überprüfen, passt vielleicht eine, vielleicht nicht für Espresso, aber vielleicht gibt es einen leckeren Filterkaffee.
Ja, vor allem bei der rechten Tasse finde ich die gemüsige Note sehr intensiv. Mhm. Ja. Ich meine, es ist insgesamt ein sehr dankbarer Kaffee, der viel Klarheit hat und der auch viel verzeiht. Es ist erstaunlich, wie ordentlich diese Kaffees insgesamt noch sind. Auch wenn man das Abflussverhalten sich der einzelnen Mühlen anschaut. Besonders negativ herausfällt für mich die Mühle ganz rechts, beziehungsweise die Tasse ganz rechts. Und bei der hier, vor allem jetzt, je mehr sie auch kühlt, merkt man, wie undifferenziert sie ist, wie wenig Klarheit sie hat. Ich finde, ganz links finde ich die Textur sehr schön. Das ist für mich die schönste Textur auf dem Tisch. Ich finde es ein bisschen beißend. Nur Textur. Aber insgesamt muss ich sagen, also ich finde alle vier Kaffees jetzt tatsächlich nicht gut. Nein. Mir machen die alle nicht Spaß. Ich finde sie vertretbar. Ich finde, man kann so Filterkaffee machen. Und das ist auf jeden Fall eine gute Variante, um jetzt hier mit dem Kaffee auch zu mahlen, also auf den Mahlgrad zu bringen. Aber tatsächlich sind wir bei allen dann doch nicht wirklich grob genug bekommen, beziehungsweise wir hatten noch so viel Feinstanteil bei allen Mühlen und man sieht es auch am Bild. Also wir haben wirklich eine Schlickschicht, insbesondere jetzt hier bei der kleinen Mühle, eine richtige Schlickschicht obendrauf und hatten dann wirklich einen Verstopfungsmoment am Ende. Und diese Unklarheit merkt man jetzt im Filterkaffee. Und ich würde sagen, all diese Mühlen haben einen zu ausgeprägten Feinstanteil für Filterkaffee, machen die nicht wirklich Spaß. Und ihr kommt auch nicht gut genug in die groben Mahlgrade. Also bei allen, hier bei diesen ist ja sogar Filterkaffee angeschrieben und ich bin jetzt sogar noch drüber hinaus. Und dennoch muss ich sagen, nein, es ist nicht wirklich uniform genug und der Mahlgrad ist nicht wirklich geeignet, um richtig guten Filterkaffee zu machen oder auch guten Filterkaffee zu machen. Man kann das damit machen, aber wir sind jetzt hier auf Brühzeiten mit den groben Mahlgraden entsprechend der Einstellungsmöglichkeiten von über 3 Minuten gegangen und hatten wirklich so einen Verschlickungsmoment. Das ist wirklich nicht angenehm für Filterkaffee. Deswegen an dieser Stelle eher, was jetzt Filterkaffee angeht, bei allen Mühlen eher nicht, macht bei keiner wirklich Spaß. Und hier bei diesen beiden wäre es doppelt kompliziert, weil mal eben einen Filterkaffee zwischendurch mahlen sowieso gar nicht geht. Denn wir können ja den Bohnenbehälter nicht abnehmen und den Kaffee austauschen. So, und damit kommen wir dann auch zum Fazit, nachdem wir jetzt den Filterkaffee angeschaut haben und fragen uns, nehmen wir eine mit, beziehungsweise erzählen euch, dass wir eine mitnehmen, denn eine Mühle hat hier doch deutlich overall am besten performt und die würden wir gerne nochmal sehen, auch im Gesamtvergleich und vor allem in der Blinddegustation mit den niedrigeren Preiskategorien oder auch den höheren Preiskategorien. Und das ist welche Mühle? Das ist die Sage Smart Grinder Pro. Das ist unser Sieger der Kategorie zwischen 150 und 250 Euro. Einfach querbeet durch den Test, durch Preis-Leistungs-Verhältnis. Das macht echt Spaß. Ja, und das muss man auch wirklich dann anerkennen an dieser Stelle. Also das ist jetzt eine Mühle in einer recht günstigen Preiskategorie, die ordentlichen Espresso macht und die in vielen Bereichen gut abschneidet und damit auch hier wiederum in dem Test dann bestätigt, was wir schon einmal gesagt haben. Interessante Mühle für den Einstieg in die Welt des Espressos. Es gibt schon bald wieder weiter. Ja, wir kommen in die nächste Kategorie und ich freue mich. Ja? Ich freue mich wirklich. Ich freue mich wirklich. Ich muss das jetzt gerade so weg sagen, weil die nächste Kategorie wird echt cool. Wir haben die Giotta oder Giotta oder wie man es auch immer ausspricht. Wir haben die Lelit PL. Die 72, oder? 72, was? Genau. Da bin ich auch sehr gespannt. Dann haben wir die X54 von Mahlkönig und wir haben die Eureka Specialiton. Endlich kommen richtige Mühlen. Ich möchte jetzt die nicht abwerten, aber Mühlen, die was können. Und der Preisbereich ist dann? 400 bis 550, glaube ich. Also wir machen nochmal einen gewissen Schritt, das ist tatsächlich so. Und da erwarten wir natürlich auch einiges und wie das Ganze dann ausgeht, das erfahrt ihr in den nächsten Wochen. Wir freuen uns drauf, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn euch unsere Videos gefallen, freuen wir uns über ein Like, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns hier bald wieder. Passt auf euch auf, tschüss und bis dann.